So, hallo. Wir haben echt cooles Wetter gerade. Oder wieder, wir hatten ja Ende der Woche das schon mal. Heute wieder, die kommende Woche oder die Woche fängt ja auch mit 20 Grad dann an. Dienstag, Mittwoch, dann wieder ein bisschen Regen, sagt der Wetterbericht. Aber die Natur wird sich jetzt super cool oder super schnell entwickeln. Die Birne hat schon dicke Knospen, ne? Der Raps drückt schon. Und ihr seht es vielleicht hinter mir, ich weiß nicht, ob man es am Video sieht, die Wildbienen. Ja, ich bin ja in so einem alten Wengerthäuschen mit der Mauer, mit Löchern in Dachziegeln. Und da sind unheimlich viele Wildbienen, die gerade hier fliegen. Ne? Und ja, freut mich, hab ich in der Menge noch nie gesehen. Ne? Ich gucke, dass ich nachher das mal vielleicht genauer aufnehme. Aber jetzt mal zu meinen Bienen. Da ist mir letzte Woche echt fast ein fataler Fehler passiert. Und zwar bin ich an Bienenstand gekommen, da habe ich so 40 Bienenvölker stehen. Und zur Kontrolle, Futterkontrolle. Ich habe eigentlich gedacht, okay, den Bienenstand machst du heute noch, dann hast du Feierabend. Habe mir erst überlegt, ob ich den überhaupt noch anfange, weil es schon abends war. Und dann komme ich hin und voll leicht, brutal leicht. Ja, wie gesagt, 40 Bienenvölker komplett leer oder fast komplett leer. Vielleicht noch so eine Mindestreserve mit 2-3 Kilo drinnen. Und was war passiert? Ne? Also ich war damals in dieser ganzen Kälte bei minus 10 Grad, wo wir dieses hatten vor 3-4 Wochen zum letzten Mal da. Habe da auch diese Futterkontrolle gemacht. Ich habe mir die Volksstärke angeschaut. Und habe mich da wohl brutal verschätzt. Ne? Durch diese Kälte sitzen die ja total eng zusammen. Da kommen wir jetzt zum Nachteil von der Dadantwabe. Die ist unheimlich hoch, da sieht man das nicht immer so super genau. Und da habe ich mich halt, trotzdem, dass ich, wie gesagt, ja viele Bienenvölker sehe und das auch schon ein Weilchen mache, aber irgendwie total verschätzt in der Volksstärke. Was zur Folge hatte, dass die jetzt natürlich über dieses warme Wetter unheimlich viel Futter verbraucht haben und jetzt im Prinzip dann leer waren. Jetzt war es schon abends, gut, eigentlich wollte ich es filmen, diese Kontrolle noch, aber dann gab es einfach Wichtigeres, entschuldigt es mir. Heimgefahren, Futter geholt, also im Prinzip Zuckerwasser und oben in den Nikophytrö gegeben. Na, jedes Volk, also 3-4 Kilo ungefähr. Ich wollte da jetzt auch nicht zu viel geben. Und habe da eben diese 40 Bienenvölker gefüttert. Das wollte ich unbedingt noch am Donnerstagabend war das machen, weil am Freitag hat es nochmal 16 Grad gebracht und dann 2 Tage kälter. Und das wollte ich einfach drin haben, das Futter, ne? dass die Ostertage sauber sind. Jetzt haben wir hier eine Wildbiene. Wie gesagt, ein blaues Auge nochmal davor gekommen. Was hätte man dagegen machen können? Ne? Stockwaage. Ganz klar, Stockwaage hätte da geholfen. Habe ich aber gerade nicht an den Bienenständen stehen, weil ich die Batterien oder die Akkus lade. Und dann eigentlich auch gedacht habe, gut, es hat noch Zeit und das macht man dann. Und jetzt halt erstmal die Futterkontrolle gemacht. Hat jetzt zwar schon ein bisschen Futter dabei. Habe bei den jungen Völkern auch das eine oder andere gehabt, wo ich ein bisschen nachgefüttert habe. Aber jetzt mit so einem massiven Problem habe ich eigentlich nicht gerechnet. Das Schöne an der ganzen Sache ist, hat ja auch immer was Gutes. Also zum einen hat man was gelernt und zum anderen, die Völker sind unheimlich stark an diesem Standort. Ne? Also ich habe, solange ich jetzt Bienen habe, so gute Völker habe ich noch nie ausgewintert. Also ist ja wie gesagt ein schön warmer Standort, Weinberglage, total Süden. Und durch den milden Winter und jetzt auch, die sind auch den anderen Völkern auf anderen Standorten wirklich voraus. Also die sind wirklich top. Ne? Das kommt noch dazu, dass das eine Gemarkung ist. Da gibt es plus Demeterbetriebe und Biobetriebe. Also da blüht auch viel mehr in der Landschaft. Und es gibt auch viel mehr Pollen und die Bienenvölker sind da einfach, da kann man sagen, was man will, einfach fitter drauf. Ne? Im Prinzip kann man da fast
die sind so beisammen, da könnte man fast schon aufsetzen. Also es ist total verfrüht. Es gibt ja auch nicht diese Nektarmengen, aber die sind wirklich richtig, richtig schön. Also da erwarte ich mir dann auch einiges an Honigertrag. Ja, die anderen Bienenvölker sind so im Fahrplan. Naja, also jetzt werden wir sagen, so fahrplanmäßig oder sagen wir, das Wetter wird jetzt warm. Wir fangen irgendwann mal in 2 Wochen dann an, intensiv an den Bienen zu arbeiten. Dann passt es genau. Ne? Die Birne geht auf, die Kirsche, die ganzen Zwetschgen, dann kommt irgendwann der Raps. Also ich denke, das passt dieses Jahr wirklich ganz gut, die Entwicklung von der Volksstärke und die Entwicklung von der Natur. Das haben wir ja nicht immer so gehabt in den letzten 2, 3 Jahren. Da war die Natur ja meistens voraus. Also insofern bin ich da wirklich ganz, ganz zuversichtlich. So, jetzt versuche ich hier mal noch die ganzen Wildbienen zu filmen. Aber natürlich laufe ich jetzt hierher und sie sind weg. Also man sieht kaum noch welche. Aber wie ihr seht hier an den Löchern von den Dachplatten, da gehen die rein und raus. Also super interessant, die Menge. Wie gesagt, das ist wie ein Bienenschwarm. Das habe ich jetzt eigentlich so noch nie gesehen, auch wenn wir hier runtergehen an die Mauer her. Ne? Ich weiß es jetzt wirklich nicht, ob man es auf dem Video sieht, aber unheimlich interessant, unheimlich viele, viele Wildbienen. Ja, hier sieht man jetzt, da sind die neuen Dachplatten, Dachziegel drauf. Da gibt es keine Löcher, da ist nichts los. Ne? Also das ist schon, das liegt echt an diesen schönen alten Dachziegeln. Auf der Seite, wo die Löcher drin sind. Ja. Also wenn jemand weiß, wie diese Wildbienenart heißt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich kenne mich da mit den Rassen da nicht so oder mit den Arten nicht so aus. Ich habe zwar eine Vermutung, aber wie gesagt, wenn das jemand weiß, schreibt es gerne in die Kommentare. Was mich auch erfreut, ist, dass wir die 500 Abonnenten schon letzte Woche überschritten haben. Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Ich mache auf jeden Fall ja auch weiter. Jetzt kommt ja auch, glaube ich, eine ganz interessante Zeit, wo wir wirklich intensiv an den Bienen arbeiten, wo die Wanderungen kommen. Wo die Filme vielleicht auch noch mal ein bisschen abwechslungsreicher werden. Also mir macht Spaß. Ich hoffe euch auch und schreibt mir eure Fragen gerne in die Kommentare. Abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns vermutlich die Tage ja wieder. Macht's gut und bis bald.